unendliche Liebe. Glaub es, dies hat die richtige. Und bis dahin, dann ist es hat die richtige. Get you come, zack, deine Sympathien. Glaub es, mit ihr und geht ihr eh was? Vor einigen Monaten haben wir unser erstes Interview geführt, wo ich gesagt habe, ich freue mich schon auf ganz viele Stimmen zum Spiel, wo wir gewonnen haben und jubeln. Heute ist endlich einmal gut ausgegangen, 4:0, was ist dein Resümee? Ja, ich bin froh, dass sie die Mannschaft einmal belohnt hat, auch für die letzten Wochen. Sie haben immer Gas gegeben. Beide haben einen Doppelpack heute gemacht, was echt großartig ist. Wie war das Tor aus deiner Sicht oder die Tore? Welches hat dir besser gefallen? Besser war das erste vom Kosti gefallen. Aber ja, schön, wenn man trifft, aber ich glaube, wir haben uns jetzt für eine anstrengende Saison einmal belohnt und einmal 0:0 hinten gespielt, das ist wichtig für die nächste Saison und jetzt können wir beruhigt 12 Tage Urlaub machen und nachher schauen wir auf die nächste Saison. Wir waren personell immer am Limit und sie haben nicht nachgelassen und sind oft in der letzten Minute bestraft worden, also ich glaube, wir haben da sicher 6-7 Punkte noch hergeschenkt. Dann hätten wir auch von der Tabellenplatzierung war was anderes rausgekommen. Es war heute ein wunderschönes Spiel zum Zuschauen. Habt ihr euch heute belohnt für eine doch durchwachsene Saison? Ja, sicher war keine leichte Saison. Hat auch lang gedauert. Aber ja, Ende gut, alles gut. Und denke mal, heute war es eine souveräne Leistung von der 5. bis zur 90. Minute. Kosti, ja, was tue ich? Geh auf die andere Seite. Jetzt kann ich auch bestimmt. Alex Kostic ist neben mir. Ja. Welches war dein Lieblingstor von deinen beiden? Das erste. Waren zwar beide ein bisschen abgefälscht, aber ja, Glück gehört auch dazu. Aber was sehr traurig ist, dass heute dein letzter Auftritt war für FC Blau-Weiß Linz. Was ist dein Resümee? Ich habe sehr viel gelernt, ich habe sehr viele nette Leute und Freunde gewinnen können hier. Und für mich ist es eine Ehre, bei dem Verein gearbeitet zu haben, also kann ich jetzt schon sagen. Und ich glaube schon, dass wir im Tormann-Bereich eine gute Arbeit gemacht haben. Wir haben in den letzten 2,5 Jahren 2 Tormänner in die Bundesliga gebracht, mit Hido Hankic und mit Amar Helac. Und der nächste jetzt Schmidt, Niki, ist auch wieder am Weg dorthin. Und ja, es ist halt einfach aus privaten Gründen muss ich leider den Posten räumen hier bei Blau-Weiß Linz. Aber es ist ja nicht alle Tage Abend, also es kann ja alles passieren im Leben. Also somit freue mich einfach und bin dankbar, dass ich da sein dürfen habe und ja. Dein Vertrag ist verlängert worden, jetzt geht es einmal in die gut verdiente Pause, aber was ist dann das Ziel für die nächste Zeit? Ja, jetzt ist einfach mal wichtig, dass wir einmal 12 Tage Ruhe geben, einen Kopf freikriegen. Es war dann doch eine stressige Zeit insgesamt, auch wenn mit dem Corona-Desaster ist für die Spieler einfach auch nicht einfach gewesen. Sie haben Heimtraining gehabt, dann Kurzarbeit. Im Herbst war Finanzkrise im Club, dann war ein Trainerwechsel. Also man muss schon von der Mannschaft den Hut ziehen, dass dann letztendlich gute Leistungen gebracht haben und dass wir dann auch in der Endplatzierung ganz gut dastehen. Was hast du jetzt vor in der Urlaubszeit? Geht es irgendwo hin, ein bisschen Urlaub machen oder zu Hause? Also ich habe schon vor, dass ich irgendwo hinfahre, aber es ist jetzt noch nichts geplant, weil es sich täglich ändert, wohin man fahren darf, wie man zurückkommen darf auf Quarantäne, aber nicht mehr so viel Bock. Und ja, werden wir schauen, was spontan sich ergibt. Was machst du jetzt im Urlaub, die nächsten paar freien Tage? Ich werde mit meiner Frau 5 Tage nach Italien fahren. Schön. Schönen Urlaub und danke für die Saison und auf eine gute nächste. Danke. Und das letzte Spiel mit einem 0:0 abzuschließen, genau. Ist einfach perfekt. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ich sage danke und das war jetzt auch noch die Anforderung von mir an Schmiede, dass wir endlich schaffen, heuer einmal 0:0 spielen. Und dass es im letzten Spiel passiert ist, natürlich umso besser. So ist es. Und auch du ein paar Tage Urlaub geplant jetzt? Ja, wahrscheinlich ein bisschen ans Meer. Schauen wir mal noch wohin. Aber ein paar Tage runterkommen ist auf jeden Fall drin. Sehr schön, dann wünsche ich wunderbare Urlaubstage und auf eine schöne Saison. Und im Übrigen, Gratulation! Danke für alles und dann wünsche ich alles Gute.